Diese Bilder wurden aus einem dänischen Militärhelikopter über der Ostsee aufgenommen. Sie zeigen die Wasseroberfläche über den Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Die dänischen Streitkräfte berichten von insgesamt 3 Lecks, 2 an Nord Stream 1 und eines an Nord Stream 2. Die aufgewühlte See über dem größten Gasaustritt habe einen Durchmesser von 1 Kilometer, hieß es. Der Bereich ist für den Schiff- und Flugverkehr gesperrt. Was ist die Ursache der Schäden? Nach Angaben der dänischen Marine spricht einiges für Sabotage. Am Dienstag berichteten Seismologen in Schweden und Dänemark, dass sie am Vortag mehrere Explosionen im Bereich der Pipelines registriert hätten. Bei der Eröffnung der Baltic Pipeline, einer Gasleitung von Dänemark nach Polen, sprach der polnische Ministerpräsident ebenfalls von Sabotage. Dziś mamy też do czynienia. Heute haben wir es mit einem Akt der Sabotage zu tun bekommen. Wir kennen noch nicht alle Details, aber es ist klar, dass dies ein Akt der Sabotage ist. Dieser Akt dürfte wohl auch dazu beitragen, die Situation in der Ukraine zu eskalieren. Prawdopodobnie oznacza kolejny etap eskalacji tej sytuacji, z którą mamy do czynienia na Ukrainie. Am Dienstag hatte der Betreiber der Ostseeleitung einen Druckabfall gemeldet. Die Kapazität sank auf null. Die Bundesregierung hat nach Spiegelinformationen die Sorge, dass es sich um einen gezielten Anschlag auf die Pipelines und damit auf die gesamte europäische Gasinfrastruktur und die Gasmärkte handelt. Während Nord Stream 2 nach ihrer Fertigstellung nie in Betrieb genommen wurde, floss durch Nord Stream 1 noch bis Anfang September Gas nach Deutschland. Dann stellte der russische Staatskonzern Gazprom die Gaszufuhr ab. Diese neuen Bilder der schwedischen Küstenwache zeigen die Lecks über den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Am Montag hatten Seismologen in Dänemark und Schweden Explosionen in der Nähe der jetzigen Lecks registriert. Die dänische Regierung spricht von Sabotage. What we can say about the coincidence here is that it is not a coincidence. It was planned, well planned, and the effect, as you can see in the pictures that has been published, is huge. Nur, wer steckt dahinter? Nach Angaben des dänischen Verteidigungsministers dürfte es noch mindestens 1 bis 2 Wochen dauern, bevor sich die Lage an den Lecks so weit entspannt, dass eine genauere Untersuchung der Schäden möglich ist. Die Pipeline Nord Stream 1 führt aus dem russischen Vyborg nach Lubmin bei Greifswald. Nord Stream 2 startet im russischen Ust-Luga und kommt ebenfalls in Lubmin bei Greifswald an. Die Orte der 3 Lecks liegen vor der dänischen Insel Bornholm in internationalen Gewässern, allerdings innerhalb der 200-Seemeilen-Grenze von Dänemark und Schweden, also der ausschließlichen Wirtschaftszone der beiden Länder. An den Lecks liegen beide Pipelines nur etwa 70 Meter tief. Der Schiffs- und Flugverkehr über den Lecks ist gesperrt. Schiffe müssen die Lecks in einem Radius von 5 Seemeilen, etwa 9 Kilometern, umfahren. Russland weist Vermutungen, für eine Sabotage verantwortlich zu sein, entschieden zurück. Es ist vorhersehbar und vorhersehbar dumm, solche Anschuldigungen zu erheben. Es ist vorhersehbar dumm und absurd. Das ist doch auch für uns ein großes Problem. Beide Pipelines sind mit Gas gefüllt und alle Systeme waren bereit, Gas zu liefern. Und dieses Gas war sehr teuer. Auch die Bundesregierung sprach bereits am Dienstag von einer gezielten Attacke auf die Gasleitung. Nach Spiegelinformationen hat der US-Geheimdienst CIA die Bundesregierung bereits im Sommer vor möglichen Anschlägen auf die Gaspipelines gewarnt. The leaks are under investigation. Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage, but these are initial reports and we haven't confirmed that yet. But if it is confirmed, that's clearly in no one's interest. Nach Angaben der schwedischen Küstenwache tritt das Gas an den Lecks weiterhin in großen Mengen aus. Die mutmaßlichen Sabotageakte an den Gasröhren zeigen, wie verletzlich die europäische Infrastruktur unter Wasser ist. Gasleitungen oder Internetkabel können an diesen Orten kaum überwacht werden und sind so gut wie nicht geschützt. Der aktuelle Stand ist ja, wie gesagt, das Ding wurde gesprengt. Im Westen stellt man sich bis jetzt ziemlich doof nach dem Motto, wir wissen ja gar nicht, wer das gewesen sein könnte. Aber wahrscheinlich müssen es die Russen gewesen sein. Wo man sich schon mal erstmal fragen muss, ja, warum denn eigentlich? Also was immer so cui bono, wer hat was davon? Motivlage.
Wenn Russland sein Gas als Waffe einsetzen will, nehmen wir an, das wäre so. Ja, dann müsste Russland doch nur den Gashahn zudrehen und sagen, wenn ihr artig seid, dann kriegt ihr wieder Gas. Aber wenn Russland das Ding sprengt, würde Russland sich sein eigenes Druckmittel aus der Hand nehmen. Wie intelligent ist das und wie logisch ist das? Andererseits haben wir die Aussagen aus dem Westen, angefangen bei den Grünen bis hin zur US-Regierung, ob das Trump oder Biden war, ist egal. Die sagten, Nord Stream 2 gehört verhindert und überhaupt am besten gleich demontiert. Das heißt also, es ist genau das passiert, was die USA wollten, nicht was die Russen wollten. Das ist eine interessante Geschichte. Und jetzt muss man fragen, gut, wer kann es gewesen sein? Ich weiß es nicht. Es können, also ich vermute, es waren die USA. Ob das durch die Hände von Polen, Schweden oder Briten gelaufen ist, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass es so ist. Weil immerhin, das ist ausschließliche Wirtschaftszone von Schweden. Das sind Küstengewässer, die werden überwacht mit Radar, mit Sonar, mit allem. Also da kann jetzt kein russisches Boot hinfahren und sagen, guten Tag, ich mache mal eben ein paar Bomben da unten an. Das geht nicht ungesehen. Wenn da irgendwas Russisches gewesen wäre, wäre das in den Medien gewesen. Die hätten es gemeldet, gesagt, das Schiff so und so, Russische hat da oben geankert, 12 Stunden und dann war es wieder weg. Gibt's nicht. Aber es gab NATO-Manöver in der Gegend. Die schwedische Marine hat dort ein Manöver gefahren, kurz vorher, in den Tagen, bevor das passiert ist. Unbestritten. Jetzt waren schwedische Journalisten da mit dem Tauchroboter, haben geguckt. Schweden hat eine Woche lang das Ganze abgeriegelt und selber da unten Beweise eingesammelt. Das sagen die auch offen, aber sie sagen, sie halten sie geheim. Jetzt ist die nächste Frage, wenn sie da unten was gefunden hätten, so nach dem Motto wie bei Twin Towers oder bei anderen Terroranschlägen, so Wladimir Putins Pass. Ja, meistens findet man ja Pässe von irgendwem Terroristen im Auto. Da hätten die das doch gemeldet. Also wenn es da irgendwelche Hinweise auf was Russisches geben würde, russische Sprengkörper, irgendwas, das wäre doch gemeldet worden. Welchen Grund haben unsere Freunde in Schweden, die gefundenen, geborgenen Beweise geheim zu halten? Wie ist es denn von der technischen Seite? Sind diese Röhren, die da jetzt defekt waren, jemals wieder instand zu setzen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass man da diese Leitungen wieder in Betrieb nehmen kann? Oder ist das Ding wirklich für immer jetzt beerdigt? Nein. Technisch ist es möglich, politisch ist es wahrscheinlich tot. Und zwar, also technisch ist es so, die Rohre sind ja wahrscheinlich auf hunderte Kilometer voll mit Wasser. Jetzt muss man wissen, die Rohre sind so, dass sie von außen eine Antikorrosionsschicht haben, aber nicht von innen. Innen ist eine Spezialbeschichtung, die dafür sorgt, dass das Gas möglichst reibungsfrei durchgeht. Das ist mit Salzwasser nicht allzu gut. Das heißt, du musst im Grunde alle Rohre, die geflötet sind, austauschen. Das ist eine ganze Menge. Und nach den russischen Schätzungen, der Energieminister hat sich gerade geäußert, ist das ein gutes Jahr. Also wenn sie jetzt morgen anfangen würden, würde es ein Jahr dauern. Etwa, plus minus. So, nun wissen wir aber, dass das morgen nicht anfangen wird. Ne? Keiner gibt dazu ein Okay, die europäischen Sanktionen verbieten das sogar, die amerikanischen erst recht. Also, dass da morgen einer anfängt, das Ding zu reparieren, ist nicht gegeben. Und wie gesagt, es würde ein gutes Jahr dauern. Und es würde Milliarden kosten. Wer soll jetzt bitte Milliarden in die Hand nehmen? Sollen die Russen Milliarden bezahlen, um eine Pipeline wieder hinzulegen, die danach 3 Tage später wieder gesprengt wird? Ich glaube nicht. Würde die EU, würde die Bundesregierung die Kosten übernehmen? Frag mal Onkel Habeck. Ich würde sagen, nein. Also von daher, dass da irgendwas passiert, ist eher ausgeschlossen. Und es geht jetzt ja inzwischen auch schon sehr schnell. Gerade gab es eurasische Treffen, da haben Putin und Erdogan zusammengesessen. Und im Grunde ist der Entschluss praktisch gefasst, dass es weitere Pipelines durch die Türkei geben wird. Die Türkei wird zum neuen Gashub für Europa. So, das heißt, es wird mehr Gas, russisches Gas durch die Türkei nach Europa fließen. Das wird dann von da unten verteilt. Und wenn das bei euch ankommen sollte, wenn das nicht unterwegs von anderen weggekauft wird, dann wird das recht teuer, weil ihr ganz schön viele Länder dazwischen habt, die alle Transitgebühren nehmen. Also es wird nicht billiger dadurch. Deutschland hat den Riesenvorteil, dass das Gas aus Russland transitgebührfrei nach Deutschland gekommen ist. Deutschland hat Transitgebühren genommen, wenn es nach Österreich und Tschechien weitergelaufen ist. Hat Deutschland dran verdient. Also von daher, das ist alles vorbei. Und wie gesagt, solange jetzt demonstriert wurde, dass es für solche Dinge unter der Ostsee keine Sicherheit gibt, sehe ich nicht, wer jetzt Milliarden in die Hand nehmen sollte, sowas neu zu bauen. Also von daher vermutlich wird es die Türkei, die jetzt sich freut. Auf jeden Fall nicht wir. Übrigens hast du mitbekommen... Die Polen freuen sich ja auch, ne? Die Polen haben ja ein Flüssiggasterminal für amerikanisches Gas und just an dem Tag, als Nord Stream gesprengt wurde, haben sie die Pipeline aus Norwegen eingeweiht. Ist Zufall. So ein Zufall. Und die Pipeline durch Weißrussland, ja mal Europa, die haben die Polen gesperrt.
Das heißt, wenn ihr jetzt in Deutschland Gas wollt, dann könnt ihr schon mal anfangen, nach Warschau zu rutschen auf euren Knien. So. Und das ist ziemlich unangenehm, weil die euch sowieso nicht mögen, die wollen eine Reparationszahlung, was die alles wollen. Also hässlich. Also für Deutschland war das Mist. Aber der Witz ist, wir kommen noch drauf, die Grünen finden es toll. Da schlagen wir nachher drauf. Die kriegen es nachher, genau. Okay. Aber hast du mitgekriegt, dass die deutsche Marine und auch irgendwelche technischen Einheiten versucht haben, da selber mit zu forschen? Und die sind da hingefahren mit einer Abordnung und beim Tauchgang festgestellt, oh, wir haben gar kein Material dabei, dass wir so tief tauchen können. Was hast du das mitgekriegt? Nee, aber das ist ja, ich meine, dann das ist ja Show. Also jeder, also ich meine, ich bin Taucher, ich habe einen ganz simplen Advanced-Schein, also den zweiten Schein, den man haben kann, ich darf auf 40 Meter. Mhm. Jetzt liegen die Dinger 50 bis 80 Meter, da brauchst du anderes Gas, aber jeder ausgebildete Taucher, der so ein, zwei Scheine mehr hat als ich, der kann da schon runter. Das ist jetzt keine Zauberei. Mein erster Tauchlehrer, bei dem ich meinen ersten Schein gemacht habe, der hatte solche Scheine und die haben, da ist doch in den 90ern ist doch eine Fähre abgesoffen, irgendwie war vor Polen oder was, so eine Passagierfähre. Die liegt so knapp in internationalen Gewässern, irgendwie 60 Meter oder was oder 80 Meter tief. Und da hat er erzählt, da sind sie hin, haben ihr Boot da oben festgemacht und sind dann runter und haben den Duty-Free-Laden ausgeräumt. Weil das darf man, internationale Gewässer. Das heißt, die sind also wirklich da runter und haben dann die besten Whisky-Sorten mitgenommen und haben dann eben die abgeholt. Also dafür musst du kein Militärtaucher sein. Das kann jeder gut ausgebildete zivile Taucher. Okay, dann erklär mir aber bitte, warum dann die Meldung kam, dass die Deutschen offensichtlich nicht gut geplant, / zu blöd waren, um da runterzugehen. Was war da der Hintergrund? Das muss ja dann eine Cover-Story sein für etwas anderes, was da lief. Ja gut, das war wahrscheinlich wollten sie nicht gucken. Also wenn sie Taucher dabei hatten, dann sind das Kampfschwimmer und die wissen, was sie brauchen, um auf so und so viel Meter zu gehen. Also ich meine, das ist deren Job. Also wenn das wirklich, ich kenne die Meldung nicht, wenn das wirklich so gewesen ist, dann war das Vorsatz, wir wollen eigentlich nicht gucken, aber wir müssen für die Presse so tun, als ob. Mhm. Weil das ist wirklich nicht, das ist jetzt technisch nicht kompliziert. Also ich weiß nicht, im Saal sitzen 200 Leute, vielleicht hat er irgendwer einen Tauchschein, der kann das bestätigen. Das ist jetzt keine Zauberei, für einen gut ausgebildeten Taucher mit Stickstoff da runter zu gehen. Das ist ein bisschen aufwendig, aber das, wie gesagt, das können Zivilisten, da brauchst du nicht mal eine Armee für. Herzlich willkommen. Ganz Europa blickt auf die Ostsee. Die dort aufgetretenen Gaslecks können im Kontext des Kriegs in der Ukraine kein Zufall sein und beruhen womöglich auf Sabotage an den beiden strategisch wichtigen Pipelines Nord Stream 1 und 2 in einem strategisch ebenso wichtigen Meer. Ein Blick auf die Karten. In der Ostsee stehen sich Russland unter anderem durch seine Exklave Kaliningrad und mehrere Mitgliedstaaten der EU gegenüber. Die drei baltischen Staaten, Polen, Deutschland, Dänemark, Schweden und Finnland. Die Ostsee ermöglichte es Russland lange Zeit auch, den EU-Staaten direkt Erdgas durch Pipelines zu liefern, die nicht durch die Ukraine verlaufen, durch die hier in blau gekennzeichneten Leitungen. Daneben gibt es weitere hier in orange gekennzeichnete russische Pipelines. Nord Stream 1 wurde 2011 in Betrieb genommen. Nord Stream 2, in die Deutschland viel investiert hat, um die Gaslieferkapazität zu verdoppeln, wurde im Oktober 2021 testweise befüllt. Am 22. Februar 2022, kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine, wurde sie aber gestoppt. Nord Stream 1 ist jedoch weiterhin betriebsbereit und diente seit mehreren Monaten als Mittel für den Kreml, um Druck auf die EU-Staaten auszuüben, insbesondere auf Deutschland, das besonders abhängig von russischem Erdgas war. So verringerte Gazprom im Sommer den Gasdruck, weil angeblich eine Gasturbine, die in Kanada repariert worden war, wegen der Sanktionen nicht geliefert wurde. Deutschland machte Russland für die Verspätung verantwortlich. Die nun aufgetretenen Gaslecks betreffen Leitungsabschnitte in den ausschließlichen Wirtschaftszonen Schwedens und Dänemarks. Dort ist die Ostsee relativ flach, was Reparaturarbeiten möglich macht, aber den Einsatz von U-Booten erschwert. Die Pipelines waren trotz des Betriebsstopps mit Gas gefüllt, das Deutschland als Reserve diente. Ob Zufall oder nicht, gerade wurde die Baltic Pipe eingeweiht. Eine Gasleitung, durch die Polen von Norwegen aus über Dänemark versorgt wird. Moskau und die EU werden nun bei der Energieversorgung offensichtlich endgültig getrennte Wege gehen. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald.